Hey, hallo. Hey, hoi. Hoi. Hallo. Gaat's goed? Ja, selber? Ja, auch. Ja. Wo bist du? Wo bist du? Daheim. Okay. Seit wann? Seit Anfang Dezember. Ui, nein. Ja, weißt du, wegen Isolation. 6 Wochen lang Isolation? Nein, zuerst bin ich in der Homeoffice und dann musste ich in Quarantäne und dann Isolation. Ah, okay. Ja, und zwischen Weihnachten und Neujahr bin ich freiwillig daheim. Ja. Ja. Und jetzt habe ich Ferien. Na schön. Wo gehst du? Nie. Was? Du gehst nicht weg? Nein, ich habe gefunden, weißt du, jetzt einfach mal in Ruhe daheim sein. Okay. Ja. Nein, das verstehe ich auch. Ja. Und du? Auch. Also alles. Also Omikron, Isolation, das volle Programm. Ja, aber ja. Jetzt muss ich wenigstens nicht mehr auffrischimpfen. Wer muss schimpfen? Auffrischimpfen. Was? Auffrischimpfung. Wieso redest du Hochdeutsch? Boosteren. Das ist jetzt aber Englisch. Nein, das ist Schweizerdeutsch. Nein, Schweizerdeutsch wäre auffrischimpfen. Was heisst das? Boosteren. Eben nicht mehr. Muss ich nicht mehr machen. Weil ab Sonntag bin ich neu genesen. Das weiss ich jetzt schon. Ja, das weiss der Bundesrat. Er hat gesagt, nach 5 Tagen sind wir neu genesen. Ha? Hey, vor 2 Wochen bist du erst nach 10 Tagen genesen. Ja. Hey, wenn das so weitergeht, bist du gesund, bevor du krank wirst. Und nächste Woche? Was ist denn? Also, ja, was ist nächste Woche? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Achtung, jetzt kommt's. Samstag, Sonntag. Nein. Was? Was ist nächste Woche? Weißt du nicht, bin ich immer noch genesen. Und übernächste Woche? Auch. Und über? Auch. Über. Los, in 6 Monaten wird's interessant. Weil dann bin ich nicht mehr genesen, sondern einfach nur noch gesund. Ich finde nicht, dass du gesund bist, so oft wie du auch sagst. Wenn es schlimmer wird, haben sie gesagt, sagen Verschärfungen in der Schublade, sagt der Bundesrat. Also ich habe keine Verschärfungen in der Schublade. Ja, bist du Bundesrat? Ah ja? Nein. Ich gehe jetzt. Was? Nein, Moment, du bist doch in der Isolation. Dann gehst du. Okay. Ciao. Was, aber wo hin? Ich kann nie hin. Weißt du was? Nimmst du da das Tennisracket und sagst, du sagst Tennis spielen und dann kannst du überall hin. Okay. Hey. Entschuldigung, das ist doch kein Tennisracket. Ja, bist du Tennisspieler? Ah ja? Nein.